schön, ihr Lieben. Ja, ist das nicht eine herrliche Landschaft hier? Man fragt sich natürlich immer, was ist eigentlich besser? Indoor anbauen, Auto anbauen oder gibt es eine Mischung davon? Ja, und wir sind heute mal bei der Hanfwirtschaft, bei der Adriana und dem Andi. Und die erzählen uns jetzt mal ein bisschen mehr darüber. So, jetzt könnt ihr schon hier den tollen Ausblick genießen. Ich muss da gleich mal rein. Hey, schön, dass ihr vor der Kamera seid. Meine erste Frage ist, gibt ihr eigentlich schon genügend CBD-Bauern? Ihr seid ziemlich frisch, euch gibt es seit 2 Jahren. Und mich würde interessieren, wer will dazu was sagen? Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen oder was war eure Idee? Also eigentlich vor 3 Jahren wollten wir uns CBD aus dem Automaten checken. Dachten, ein guter Deal, 5 Gramm für 30 Euro. Als wir aufgemacht haben, war es leider nicht so der Knüller. Okay. Trockenes, ausgewaschenes CBD, auch nur Brösel, gab nicht viel her. Und da dachten wir uns, hey, wir können es doch besser machen. Und da haben wir auch erst gesehen, wie der CBD-Markt heutzutage eigentlich aussieht, wie mit ausgewaschenen Blüten, wie gesagt, und da wollten wir einfach ein Statement setzen und es besser machen. Also seid ihr Bauern oder seid ihr Gärtner? Oder? Also grundsätzlich haben wir eine bestehende Landwirtschaft und haben uns eben jetzt dazu entschlossen, einfach einen zweiten Zweig aufzumachen, CBD-Anbau, CBD produzieren. Wir haben so noch Pferde, also wir sind ein Reitbetrieb. Und ja, genau. Also die Pferde waren hier offensichtlich noch nicht dran. So, jetzt macht ihr ja eigentlich was Besonderes. Mich würde noch interessieren, wie seid ihr darauf gekommen, das jetzt mit dem Sun plus Light Growing Culture zu machen? Das hat den Grund, wir sind sehr optimumvisiert. Wir wollen das Beste aus der Pflanze rausholen. Haben uns dann gedacht, hey, dadurch, dass wir mitbekommen haben, so Amerika, jeder beleuchtet im Gewächshaus, sind wir auf die Idee gekommen, hey, wir holen uns jetzt auch Lampen, ziemlich starke sogar. Wir haben jetzt 12x800 Watt und man merkt jetzt schon definitiv den Unterschied. Diese Trichomproduktion wird einfach gesteigert und wir zeigen euch dann ein paar Bilder, da sieht man das ganz gut. Gehen wir gleich mal in den Dschungel. Jawohl. Zusätzlich macht ihr auch noch ein paar andere Sachen oder du machst noch 1-2 andere Sachen. Also wir produzieren auch noch Salben, einmal für Narben und einmal für Tätowierungen und für den täglichen Gebrauch und ja. So, jetzt schauen wir uns aber mal den Unterschied an, weil ich glaube, am meisten interessieren ja die Leute, warum die meisten Bauern bauen ja entweder Outdoor an, komplett. Outdoor, ja, ja. Nachteile? Es gibt eigentlich keine Nachteile. Es gibt nur jetzt Vorteile von dieser Art der Kultivierung. Outdoor-Pflanzen sind ja sehr ölreich, ölreicher teilweise aus Indoor, also Indoor-Produkt. Und wir wollten da einfach jetzt da eine Mischform machen. Wir wollten aus beiden das Beste rausholen. Genau. Und jetzt schauen wir uns mal den Unterschied an. Er hat nämlich ein paar Pflanzen draußen stehen und ein paar Pflanzen, die halt diese besondere Beleuchtung bekommen. Ja, und wir schauen uns jetzt mal den Unterschied an. Aber Mario, hier sieht man das eigentlich ganz gut, den Unterschied. Man sieht jetzt hier ganz genau, vor allem an diese Blätter, man hat nicht diese Trichomansammlung. Es sind auf jeden Fall genug Trichome oben, es riecht da mega gut, nur wie schon gesagt, man merkt einen Unterschied. Jetzt ist es vielleicht noch nicht so wahnsinnig prägnant zu erkennen. Und wie viele Sorten baut ihr insgesamt? Also wir bauen 21 Sorten an. Bei den Endprodukten stellt sich dann heraus, wie viele es tatsächlich werden, weil wir ja noch gar nicht wissen, wie viele Phänotypen aus den Sorten hervorscheinen. Entscheidet ihr euch dann irgendwann, dass ihr sagt, okay, 21 Sorten haben wir angebaut, nächstes Jahr nehmen wir dann von den 21 nur noch die 10, oder? Auf jeden Fall. Also wir schauen schon, was funktioniert, was schmeckt gut. Wir handeln eigentlich schon recht gern. Und ja, was halt gut ist, das bleibt natürlich. Und was ich auch noch gesehen habe, die sind auch noch erfinderisch. Ich finde es nämlich klasse, wenn man nicht diese gefakten THC-Namen sich nimmt, sondern ihr sorgt auch wirklich dafür, dass eure schönen Namen bekommen. Finde ich auch ganz toll. So, lass mal reingehen, oder? Habt ihr eigentlich noch einen Platz frei zum Zelten? Na, wunderbar schön, wirklich wunderschöne Pflanzen. Und man sieht hier auch wirklich den Unterschied. Ich zeige euch das jetzt mal in den Nahaufnahmen. Ihr könnt ja bis hier nicht schauen, wie die Trichome platzen. So, jetzt nochmal Special. Wie läuft das jetzt bei euch? Das heißt, ihr habt ja Sonne. Mhm. Ihr habt hier keine Mutti, sondern ihr habt einjährige Pflanzen. Ist das gut? Wie machst du das oder wie macht ihr das mit dem Licht?
Folgendes, wir belichten jetzt mit dem zusätzlichen Licht noch Sonnenstunden, sprich wir drehen LEDs, genau, 800 Watt, wie gesagt, pro Lampe und belichten noch Stunden der Sonne, sprich jetzt momentan so 7:30 bis ungefähr 7:15, wird jetzt eh immer kürzer, dadurch, dass sie die Tage verkürzen und ja. Hast du da jetzt, also hast du schon mal Proben gemacht und kannst sagen zum Beispiel, bei denen draußen ist der THC-Gehalt niedriger als bei denen drin, weißt du das schon? Grundsätzlich glaube ich gar nicht, dass den THC-Gehalt so massiv erhöhen wird. Doch, CBD gehört. Den CBD-Gehalt, da es alle stabile Züchtungen sind, maximal, dass man vielleicht einen Prozent mehr rausholt, aber uns geht es ja vor allem eigentlich um die Thematik, die Geschmacksstoffe, die Intensität der Blüte und ein bisschen um die Ästhetik dann danach. Jetzt macht man ja, man ist hier beim Bauern und denkt sich, ihr habt die Möglichkeit, außen anzubauen und jetzt werden die Leute sagen, seid ihr bescheuert? Lichter, das verbraucht Strom, das ist ja nicht biologisch. Wie läuft das bei euch? Könnt ihr das rechtfertigen? ja, wir decken einen Großteil, also bis zu 80% mit der Photovoltaikanlage ab. Also es läuft schon alles ökonomisch ab, soll sich auch aus. Ja, finde ich nämlich auch. Jetzt nochmal meine Frage, und das wird ja auch die Leute am meisten interessieren. Sun plus Light Culture. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was es ist. Und du hast uns ja auch schon erklärt, oder ihr habt uns schon erklärt, dass ihr also mit Sonnenlicht und zusätzlichem LED-Licht mit 800 Watt arbeitet. Warum genau? Das hat eigentlich zwei, beziehungsweise mehrere Gründe. Uns war einfach diese Terpen-Thematik liegt uns einfach sehr am Herz. Wir wollen das Optimum aus der Pflanze rausholen. Dadurch haben wir uns entschlossen, diese Lichter aufzuhängen, um einfach sehr auch von der Ästhetik her ein sehr indoor-nahes Produkt vielleicht zu produzieren. Das, was aber doch nicht die Ölhaltigkeit eines Outdoor-Produktes verliert, sondern einfach wirklich beides kombiniert. Die Reichheit an Terpenen plus Ölhaltigkeit eines Outdoor-Produktes. Genau, das war eigentlich so der Hauptgrund. Wir sind auch der erste Betrieb in Österreich, der erste handwerkliche Betrieb in nicht kommerzieller Form, der was das so betreibt. Und ihr seid auch ein Craft-Hemp-Betrieb hier, ne? Genau, nach dem Craft-Hemp-Prinzip. Ja, also das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass hier werden keine Maschinen eingesetzt. Ja? Das heißt, die Leute machen hier echte Handarbeit. Ich würde sagen, wir setzen uns nochmal am Tisch. Schau mir jetzt nochmal deine Salben an. Sehr gerne. Ja, jetzt sitzen wir nochmal hier an diesem herrlichen Platz. Danke nochmal für die Erklärung. Ist mir jetzt auch einleuchtend, warum das mehr Sinn macht. Also man sieht es ja auch eindeutig, dass es einfach mehr bringt. Und man riecht es auch. Das können wir euch leider nicht zeigen. Adriana, deine Salben sind auch noch was ganz Besonderes, würde ich sagen. Magst du da kurz was zu sagen? Ja, sehr gerne. Wir bieten auch natürliche Salben an, also auf Basis von natürlichen Produkten. Das heißt, wir arbeiten mit Kokosöl, Shea Butter, Bienenwachs, unserem CBD und Bio-Ringelblumen. Okay. Ist sehr gut auf der Haut, vor allem für die Narben, also für Narbenheilung darf ich nicht sagen. Ja, sagen darf man schon. Ich finde auch. Wenn wir uns jetzt hier unterhalten, dürfen wir schon sagen, dass ihre Salben gut sind, wenn man Narben hat. Oder auch, wenn man frisch tätowiert ist. Wunden hat, kann man die gut benutzen, ne? Genau, also die Ringelblume wirkt sehr hautregenerierend und man merkt es sehr, vor allem frisch tätowierte Haut. Also sobald die anfängt zu heilen und man mit der damit arbeitet, dann verheilt es sehr gut und schnell und der Schmerz wird auch weniger aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften von CBD und ja, genau. Gut. Ja, ich finde, sowas muss man einfach auch testen, weil ja, Salben kann man so schlecht erklären, finde ich. Ne? Das ist so wie ein Parfüm erklären. Ja? Ich finde, das muss man testen. Ja, und das solltet ihr auch tun. Wir blenden euch jetzt natürlich euren Shop ein, der heißt wie? Hanfwirtschaft.at. Genau, da findet ihr den Shop und auch natürlich sämtliche Artikel und Blüten von euch. Und ich sag, schaut da bitte rein, unterstützt hier gerade mal diese Leute, die klein sind, die Craft Hemp machen
und die sich noch nach gewissen Vorgaben halten. Ich bin ja von euch schon überzeugt, aber wir müssen jetzt die anderen noch überzeugen. Und was würdest du sagen, was macht euch besonders oder warum sollten die Leute gerade Crafthemd-Ware von euch auch kaufen? Sehr gute Frage, weil Crafthemd einfach dafür steht, dass es vom Weg vom Feld bis ins Glas eigentlich keine Nebenschritte gibt. Also kein Besprühen, kein Auswaschen, einfach nur schonende Trocknung und naturbelassenes CBD. Und man sollte einfach auch wieder mehr Bewusstsein schaffen für die Tatsache, solche Bauern auch zu unterstützen oder auch sich für solche Produkte zu entscheiden, als jetzt für Produkte, die aus der Parfümindustrie kommen. Also ist jetzt ganz, ganz schlimm gesagt, aber es ist leider so. Ja. Genau. Ich finde es auch ganz wichtig. Und ich glaube, in Zukunft wollt ihr auch sogar noch Stecklinge anbieten, oder? Kann das? Ja, du, Mario, ist das Thema Stecklinge. Aufgrund von der Legalisierung in Deutschland haben wir auch den Plan, ins Stecklingsgeschäft einzusteigen. Mit der genau der gleichen Intuition, wie wir es hier beim CBD machen. Und zwar die bestmögliche Qualität und die bestmögliche Genetik von Breedern aus der ganzen Welt, hauptsächlich Amerika, anbieten. Wow, schöner Plan. Ja. Also Leute, immer mal wieder reinschauen, hanfwirtschaft.at und wir sehen uns. Das ist nochmal.